Hallo zusammen und willkommen beim 14. Türchen. Heute wollte ich euch nochmal etwas zum Thema Acrylblips zeigen, also diese kleinen runden Marker, mit denen ihr euch in den DSA 5 Karten merken könnt, wer wo steht und wie weit es bis zum nächsten Feind ist und so weiter. Also statt Miniaturen könnt ihr ja dort diese kleinen Blips verwenden. Die gibt es in einer mittelgroßen Form, 5 cm im Durchmesser, oder in einer kleinen Form, 2,5 cm. Es gibt auch die 75er für die ganz großen Riesenlindwürmer irgendwas. Und es gibt auch noch kleine für ja, kleine Wildtiere oder sowas. Die sind noch ein bisschen kleiner als diese 2,5 cm großen Marker. So, jetzt gibt es natürlich ganz viele davon, 600 Stück oder mehr sind dabei schon rausgekommen, aber wahrscheinlich nicht genau die, die ihr für euer Abenteuer braucht. Vielleicht habt ihr irgendeinen ganz besonderen Gegner, für den es noch keinen Blip gibt, oder ihr wollt eure Heldengruppe darstellen. Wäre das nicht mal ein cooles Weihnachtsgeschenk? Ihr bastelt einfach eigene Marker für eure Heldengruppe, damit die wirklich mal mit ihren Porträts genauso, wie sie auch auf den Heldenbögen zu sehen sind, auf dem Spielplan rumlaufen. Dann kann man jetzt natürlich einfach anfangen, sich ein paar selbst gebastelte Pappmarker oder Papiermarker zu basteln. Also ihr druckt euch einfach Bilder von euren Helden in der benötigten Größe aus, also normalerweise 2,5 cm, und schneidet die dann einfach kreisförmig aus. Sucht euch einfach irgendeinen Blip, den ihr als Vorlage nehmt, und schneidet mit einem Cuttermesser, Skalpell oder sonst irgendwas, einem Kreis-Zirkelschneider, es wäre natürlich ideal, schneidet ihr darum rum und dann habt ihr einen eigenen Pappmarker in der richtigen Größe. Wenn ihr es noch ein bisschen edler haben wollt, könnt ihr auch im Internet solche Acrylscheiben erwerben. Diese hier sieht jetzt ganz schön übel aus, die sind mit Laser aus der Acrylscheibe rausgeschnitten worden. Dabei verbrennt das dann hier mal ganz gerne, aber keine Sorge, das ist nur die Schutzfolie, die hier noch drauf ist. Wenn ihr das abmacht, habt ihr eine wirklich klare Acrylglasscheibe. Die sieht jetzt, die ist jetzt ein bisschen größer, das sind glaube ich 8 cm statt 7,5 cm für die großen Viecher. Das passt nicht so ganz, aber diejenigen für die 5 cm sind genau passend. Und die für die 2,5 cm auch. Die gibt es bei Kraken Wargames. Das sind die, die zum Beispiel auch diese Effard und Ronra-Statue jetzt rausbringen. Und auch die neuen DSA 12-Götter-Medaillen, die sie auf der Spiel schon mal im Vorverkauf hatten. Die haben, ach ja, und natürlich die ganzen Playmats, die ganzen wunderschönen Stadtkarten und die Aventurienkarte als zum Ausrollen. Die haben jetzt auch diese tollen Acrylscheiben im Angebot. Und jetzt muss man natürlich nur noch irgendwie euer Bild da drauf kriegen. Und ich habe mich mal dran gesetzt und habe mir mit Overhead-Folie, die ich bedruckt habe in meinem Tintenstrahldrucker, habe ich mal versucht, selbst Marker zu machen. Die habe ich dann mit Sprühkleber eingesprüht und hier draufgeklebt und anschließend mit einem, erstmal trocknen lassen und dann mit einem Cuttermesser rundum abgeschnitten. Das sieht schon ganz cool aus, aber ihr seht, ich habe hier irgendwie Mist gebaut, was die Sprühkleberdeckung angeht. Also hier ist irgendwie überhaupt nichts drauf gekommen. Das hat nicht so ganz geklappt. War auch das erste Mal, dass ich Sprühkleber verwendet habe. Ich war, glaube ich, zu nah dran. Der hat sich nicht gut genug verteilt. Das hat also nicht so ganz geklappt. Dieses Durchsichtige war auch keine besonders gute Idee, denn wenn ich mal ein bisschen nachgedacht hätte, hätte ich gemerkt, die echten von Ulysses sind auch nicht durchsichtig. Die haben immer diesen, diesen Hintergrund. Ich kann euch ja mal zeigen, wie das hier auf dem Spielplan direkt aussieht. Nein, das wollte ich gar nicht zeigen. Das wollte ich zeigen. Hier sind jetzt also ein paar Blips. Das ist ein gekaufter Blip. Und das ist ein gekaufter Blip. Die hier sind selbst gemacht. Und hier die Maraskan-Tarantel auch, die Maraske. Diese drei hier sind jetzt auf durchsichtiger Folie gedruckt und da aufgeklebt. Und hier für diesen, meinen Helden Delo Finsterkamp, habe ich tatsächlich einfach Papier genommen und darauf geklebt. Und das sieht eigentlich auch sehr viel besser aus. Man könnte es natürlich auch versuchen, zweiseitig darauf zu drucken, damit das auch von der anderen Seite noch einigermaßen gut aussieht. Da muss es natürlich ziemlich passgenau sein. Das ist dann
je nach eurem Drucker, wie genau der drucken kann, ist das vielleicht ein bisschen Friemelei. Aber ansonsten habt ihr jetzt hier schöne Marker, die man runterschmeißen kann oder in die Kamera halten kann. Und dann hat man hier seinen eigenen Ex-Menschen. Das hier ist jetzt übrigens einer aus einem DSA-Abenteuer, nämlich aus dem dritten Teil der Rabenkrieg-Kampagne. Also ihr könnt euch jetzt für alle Publikationen, für die es noch keine offiziellen Blips gibt, euch auch selbst welche basteln. Wie gesagt, entweder mit dieser Folie, dann ist es halt durchscheinend, dann braucht ihr einen hellen Untergrund dahinter und ihr müsst den Sprühkleber sehr viel besser auftragen, als ich das hier gemacht habe. Oder ihr nehmt euch einfach Papier dahinter, dann sieht das von sich aus schon einigermaßen cool und edel aus. Das war mein Tipp für heute. Bastelt euch eigene Acrylmarker, schenkt eurer Spielgruppe ihre eigenen Marker oder bastelt jemanden für die kommende Kampagne eigene Blips. Und wir sehen uns morgen zum 15. Türchen wieder. Tschüss!